Hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na, hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Die Frau, die aussieht wie ich, warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Versprochen. Selbst die Autoren hier kriegen kein Happy End. Sieht so aus. Was ich da gesehen habe, war heftig. Schon klar, aber... Nichts aber! Diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Seit dem Unfall. Danke, dass du da bist. Ohne dich wäre diese grässliche Nacht viel schlimmer. Wir sind füreinander da. Wo kommt das her? Weiß nicht. Komm mal her! Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey! Hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Hey, hey, schau mich an, komm schon. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Das ist nicht mein Werk. So helft mir doch. Ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort! Du stimmst mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen musst du brennen. Bitte, Gnade! So haltet ein! Ah! Nein, nein, bitte nicht! Nein, bitte! Ah! Ah! Nein! Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen.
Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin ein Ister. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt! Hey! Verpiss dich gefälligst! Verdammt nochmal! Ach du Scheiße, was ist das? Komm schon! Das ist Taylor. Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Hey! Halt diese Biester sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Beeilung! Los, hier rein! Hey! Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Hey! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihm nicht trauen. Ich weiß, dass du da bist! Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken! Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Jetzt lass mich rein! Er könnte uns helfen. Das ist eine echt schlechte Idee. Was ist hier eigentlich los?
Bitte hilf uns hier raus. Wir haben heute eine Freundin verloren und wollen nur hier okay. weg. Okay. Klar, klar, verstehe. Ich hole Hilfe. Zeitverschwendung. Dieses Biest da draußen, es spielt mit uns. Was sind die Dinger? Und warum zur Hölle jagen sie uns? Wenn ich das wüsste, dann könnten wir sie vielleicht stoppen. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt.